Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS13er Revival Challenge. 0 Euro Kredit, das funktioniert soweit. Wir haben natürlich relativ viele Ausgaben, dadurch jetzt, dass zwei Helfer aktiv sind. Das sollte aber trotzdem kein Problem werden. Wir schalten direkt wieder Mähwerk ein und werden hier weiter mähen. Die Sämaschine aus auf Feld 7 dran mit der Rapseinsaat. Auf Feld 16 ist die Rapsernte im Gange. Das ist alles in Ordnung und passt soweit auch. Wir sind hier gerade derzeit noch zusätzlich am Mähen, damit wir nochmal hier Zeug zusammenkriegen, um hier später nochmal Silage machen zu können. Ich will auf Silageballen langsam gehen, weil ich das wesentlich einfacher finde als mit Ladewagen halt. Es war ein Schritt mehr Arbeit, sage ich mal, aber ich finde, das ist wesentlich angenehmer. Finde ich. Ist meine Meinung. Dann machen wir hier oben noch mal den Streifen. Dann werden wir rüberfahren nach da. Und werden da weiter mähen. So, einmal rüber. Dann werden wir hier weiter mähen. Und dann links rum. Da kriegen wir so noch so einiges hin. Da kriegen wir wirklich noch so einiges hier hin. Für den Meter auch, ja. Da ist eine ganze Menge Gras wieder gewachsen. Das funktioniert so halt. Sehr cool. So, wie sieht's aus? Wachstum. Feld 11 hier machen wir gerade. Da können wir einmal hier hinten rumfahren, hier alles mähen. Das ist in Ordnung. Cool. Sehr cool. Haben wir wieder einiges geschafft, ne? Haben wir wieder einiges geschafft? Meine Flasche ist auch leer, passt perfekt. Folge hat gehabt, ist angefangen und Flasche ist leer. Einwandfrei. So, fahren wir jetzt hier lang. Das wäre hier die Seite. Feld 9 können wir auch mal machen. Das heißt, wir fahren hier bis zum Ende, werden hier Feld 9 machen, einmal ringsrum. Da haben wir das auch schon geschafft. Also wie gesagt, das ist kein Problem. Das macht mir auch Spaß, hier rumzukurven. Zwischendurch immer mal wieder gucken nach dem Drescher, wie es aussieht. Jetzt habe ich den Motor wieder versucht zu starten. Ja, passt perfekt. So, sehr gut. Der ist dran. Jetzt habe ich schon wieder versucht, den Motor zu starten. Ja, ich bin es halt gewohnt mittlerweile. Egal. Egal, Leute. Wir fahren jetzt hier durch, geradeaus, gehen dann rüber auf Feld 9 und machen das einmal soweit. Kommen wir mal rüber. Genau, was zu mähen ist, dann mähen wir das jetzt auch noch nieder, aber scheint nichts zu sein, ist aber nicht schlimm. Fangen wir hier direkt weiter. Feld 9 sind wir jetzt, ne? Ja, wir sind jetzt Feld 9. Ist in Ordnung. Hier ist auch eine ganze Menge Gras, was gemäht werden will. Von der passt das.
Das passt soweit. Sehr, sehr cool, dass das so gut funktioniert. Klasse. Schön wäre natürlich ein Schwader, wo wir die Bayernpresse direkt hinterher packen können. So wie auf der Sosnowka. Ne? Das wäre richtig, richtig cool, aber gut, haben wir nicht. Ist auch nicht schlimm. Wäre aber auf jeden Fall cool gewesen. Mhm. Aber gut. Beim Preis, die ist auch relativ teuer. Knapp 112.000 oder sowas kostet die. Gut. Weinwickler bräuchten wir dann auch noch. Auch das ist kein Problem. Würde, denke ich mal, nicht allzu viel kosten hier, wenn man mal nachguckt hier. Wartet. Wo ist er? Mehrwerke, Schwader, Zetter, Ladewagen, Ballentechnik, hier. Quaderbeinpresse ist gerade im Angebot hier. Rundbeinpresse sind ist bei 112.000. Okay, Beinwickler gibt es gar nicht, ne? Moment, Beinwickler gibt es gar nicht, ne? Nee, dann hat sich das sowieso schon erledigt. Aber für Stroh wäre nicht schlecht. Für Stroh wäre nicht schlecht. Aber dann hat sich das mit dem mit den Silagebahn auf jeden Fall erledigt. Hm. Ich dachte, im LS 13 gibt es eine. Ballenwickler, okay. Da bin ich dann jetzt auf den Kopf gefallen. Mal wieder. Ist ja nicht schlimm, ne? Ich hätte gedacht, es gäbe echt einen Ballenwickler. Egal. Gut. Dann halt nicht. Dann müssen wir das anders machen. Ist ja auch kein Problem. Ist ja auch kein Problem, ne? Kriegen wir hin. So, wie sieht's aus von der Karte her? Alter Schwede. Verdammt viel hier gemäht, alter Schwede, wenn man das ganze blau sieht. Oha. Na gut, hier sind wir dran mit der Einsaat. Das funktioniert auch soweit. Da sollten wir mal gucken, dass wir eine neue Sämaschine bekommen, die etwas größer ist, aber kostet auch wieder Geld. Kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. So. Sehr cool. Ja, ich habe vor, heute jetzt ein paar Folgen aufzunehmen. Dass ich wieder ein bisschen hier aufhole. Aktuell. Hoppala. Bin gerade nebenbei am Tablet dran, um da was zu gucken. Sorry dafür. Arbeit. Pop, 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 pop. So. Okay, das ist jetzt nichts für mich. Okay. Ist kein Problem. Kriegen wir hin. So, gut. Hier sind wir auf jeden Fall mega fleißig am Mähen. Wir fahren jetzt einmal hier rum und werden die andere Seite machen. Also da lang. Ne? Da haben wir das nämlich auch erledigt. Mhm. Cool.
4 Uhr morgens haben wir jetzt aktuell wieder. Das heißt, es sollte langsam auch wieder hell werden. Langsam, aber sicher sollte es wieder hell werden. So langsam, aber sicher, ne? Sehr schön. Sehr schön. Da fahren wir jetzt einmal rechts rum, fahren die Strecke ab. Gucken jetzt nochmal nach dem Drescher. Okay, Drescher ist fast voll, das heißt, wir können sowieso wieder abtanken. Kriegen wir hin. Jetzt ist er voll. Komm, kriegst die Kurve, danke sehr. Gut, dann, ja, der ist beschäftigt. Der kann direkt weiter loslegen und dann passt das. Cool. Nebenbei lädt gerade eine Folge noch hoch. Ich hoffe, die funktioniert. Über Nacht hat sie nicht funktioniert. Die ist abgebrochen leider. Aber ich hoffe, dass sie diesmal funktioniert. Ansonsten muss ich dann nochmal neu schneiden und rendern. Und dann gucken, woran es liegt. Gehe ich aber auch hin. Sehr, sehr schön. Cool. Also wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit einiges kommen. Wieder auf meinem Kanal. Von daher, da freue ich mich auch schon drauf. Da freue ich mich auch schon drauf. Definitiv. Sehr schön. Gut, wir fahren jetzt direkt hier rüber. Ich werde 12, das ist soweit. Dann können wir mal gucken, wo wir noch mähen können. Momentan haben wir, glaube ich, fast alles durch, was man mähen kann hier. Ne? Fahren wir jetzt noch den Streifen hier ab. Dann gucken wir mal eventuell hier ein Feld 14, 15, das wir da machen. Oder hier unten nochmal. Aber gut, schauen wir mal. Ansonsten gehen wir gleich jetzt mit Schwader los. Und werden alles zusammenschwaden, was wir haben. Dann passt das auch. Was wir auch noch gucken können, ist mit der Silage, wie es damit aussieht. Aktuell. Das wäre natürlich auch relativ interessant, ne? Auch das kriegen wir hin. So. Sehr gut. Einmal Richtung Hof. Wir haben wirklich einiges gemäht. Das ist echt Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. So, einmal hier rüber. Kriegen wir hin. Ja, 14, 15 könnten wir noch mehr, ne? Theoretisch. Hätten wir jetzt auch schon wieder. Gucken wir jetzt mal hier.
Ist aber auch nicht mehr viel. Ne? Nö. Hier könnte ich wieder nachmähen. Dann wollen wir das doch mal machen. Ich sehe gerade, der Mähdrescher steht wieder. Der ist voll. Gut, dann wollen wir den Drescher mal wieder abtanken. Einmal hier drehen. Dann geht es hier mit dem Drescher abtanken weiter. Sehr gut. Der ist am Einsehen immer noch. Der wird auch noch eine Weile brauchen. Mhm. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. So, dann können wir hier wieder mähen. Kommt echt viel Zeug zusammen. Alter Schwede. Die Wolle können wir langsam wieder verkaufen. Auch das ist wieder Arbeit, die wir gemacht haben müssen oder die wir machen müssen. Aber es geht. Es geht alles. Das geht alles. Sehr gut. Einwandfrei. Kriege zumindest einiges geschafft. Mit der Mähkombi sowieso. Das ist klasse. Nehmen wir direkt hier den Streifen noch. Dann liegt das Zeug auch schon mal wieder. Auf der anderen Seite einmal runter und hoch. Das ist das auch schon wieder fertig. Mhm. So viel ist hier nicht, ne? Ja, doch, geht. Hoppala. Ist auf jeden Fall wieder ein Stückchen nachgewachsen. Drüben können wir mähen. Können wir gleich auch noch machen. Das können wir jetzt gleich auch noch mal machen. Kriegen wir hin. So, einmal hier. Nehmen wir hier einmal durch. Jetzt hier einmal rum. Dann nehmen wir das Stück hier noch. Perfekt. So, fahren einmal hier rüber. Sehr gut. Läuft doch klasse. Läuft doch wirklich klasse hier. Sehr schön. Haben eine ganze Menge wieder geschafft. Selbstverständlich. Wir haben jetzt gleich 5 Uhr ingame. Auch das in Ordnung, wird es wieder langsam hell. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So, dann fahren wir einmal rüber, machen den Streifen noch, dann haben wir das erstmal durch. Dann können wir erstmal das Mähwerk in die Mähkombi einpacken.
Dann haben wir das erstmal erledigt. Dann gucken wir mal an den BGA, wie weit die Silage mittlerweile ist. Denn die müsste eigentlich auch fast fertig sein mittlerweile. Dann können wir noch ein bisschen Silage verkaufen eventuell. Dann können wir nochmal investieren in neue Tiere, neue Maschinen und so weiter. Aber kriegen wir hin. Hier ist wieder nachgewachsen. Cool. Na komm, dann machen wir hier den Streifen auch noch fertig. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das auch noch direkt hier runter wieder. Dann geht's ab zurück zum Hof. Holen den Schwader, beziehungsweise, ne, kommen wir. Sollen wir direkt durchfahren zur BGA? Ich glaube, wir fahren direkt durch zur BGA. Ja, würde ich sagen. Gehen wir direkt mal durch zur BGA. Können wir gucken, ob wir hier nochmal was mähen können. Aber sieht nicht danach aus. Ist alles abgemäht. Alles abgemäht. Ja, bis auf hier ein paar kleine Stellen, aber was soll's. Klappen wir mal zu. Passt soweit. Dann gucken wir mal nach der Silage, wie es damit aussieht, ne? Jetzt ist mittlerweile fertig, die ist fertig. Sehr gut. Dann können wir da Silage schaufeln und verkaufen. Perfekt. Nicht verkehrt. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. So, einmal hinfahren. 3000 Liter. Und rüber. Gibt mir richtig, richtig gut Kohle. Es gibt mir richtig gut Kohle, Leute. So, damit gerne sagen kann, wir hätten nichts investiert, holen wir uns gleich wieder eine neue Kuh. Holen wir uns gleich direkt wieder eine neue Kuh. Mindestens eine. Wir müssen gucken, dass wir weiterkommen. Dass wir vorankommen, mehr verdienen. Das ist natürlich relativ auch mit Viehhaltung. Viehhaltung bringt, finde ich, auch relativ viel Geld. Klar, Getreideverkauf auch, aber ich finde, Viehhaltung bringt natürlich auch verdammt viel. Wobei ich nicht weiß, wie viele Tiere wir da reinpacken können, aber ich glaube, das ist relativ unendlich. Das glaube ich zumindest. Aber gut, werden wir sehen. Wir kriegen zumindest einiges hier rein. An Silage. Können verdammt viel verkaufen. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Sehr gut. 21.000 mittlerweile schon. Heftig. Wie viel sind wir im Minus? Wartet, wir gucken mal. Einfügen. 21.000 sind wir im Plus. Cool. Nice. Aber Dresche wieder voll. Das heißt, wir müssen wieder abtanken. Können wir machen.
Der Kipper ist aber auch fast voll. 15.000 Liter Raps aktuell schon drin. Das ist heftig. Gewinn. So, noch eine Schaufel, Silage und rein damit. Und rein damit. Dreiundzwanzigtausend, sehr schön. Wisst ihr was, da holen wir nicht nur eine Kuh, da holen wir direkt 5 Kühe. Da holen wir direkt 5 Kühe. Wenn wir das Geld gerade haben, Leute, warum nicht? Warum nicht? Kommt. Sortiert nach Gerätetypen, sortiert nach Markentiere. Dann holen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm. 10 Kühe. 36 Kühe haben wir jetzt mittlerweile. Sollten natürlich auch gucken, dass die Kühe natürlich auch versorgt sind. Wo können wir das nochmal nachgucken? Gar nicht, ne? Doch. Statistiken. Statistiken war das ja. Uiuiuiui. So, Futterdruck, Silage können wir nochmal nachfüllen, Stroh können wir eventuell nochmal nachfüllen, aber das ist jetzt nicht das Problem. 5.600 Euro haben wir noch auf dem Konto, ist in Ordnung, dafür haben wir 36 Kühe, kriegen natürlich dementsprechend mehr Milch rein, ist nicht verkehrt. Also da haben wir jetzt wieder relativ gut investiert, wir kriegen sowieso noch mehr Geld rein, wieder durch Silage, das heißt, das ist kein Problem. Neue Silage kommt auch wieder, das ist auch in Ordnung, von daher alles easy. Das ist alles easy. So, das wird auch die letzte Schaufel sein, die wir jetzt hier machen, erstmal in dieser Folge. Ich danke euch soweit schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sag einmal danke soweit, wie gesagt, fürs Zuschauen. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter hier mit Silageverkauf, mit der Einsaat von Feld 7 und mit der Ernte von Feld 16. Und dann gucken wir, was wir noch machen können. Alles. In dem Sinne, die Sonne geht auf. Wir verabschieden uns. Bis dahin. Servus und tschüss.